In den folgenden Kapiteln geht es um ein Thema, das vielleicht politisch nicht ganz korrekt ist, aber es entspricht der Prophetie der Bibel. Um es vorwegzunehmen, Israel wird sich in der Endzeit in zwei Teile teilen, so wie das aus der Zeit der Könige im Alten Testament schon bekannt ist. Um eine bessere Übersicht über die folgenden Ausführungen zu vermitteln, werden deren Ergebnisse also wie folgt kurz zusammengefasst. Für die Endzeit ist in Daniel 8 ein kleines Horn vorhergesagt. Es stammt wie alle Hörner vor ihm von dem Ziegenbock ab, der ein Bild auf die Dynastie griechischer Könige ist, beginnend mit Alexander dem Großen. Dieses kleine Horn aus Daniel 8 entstammt also einer rein griechischen Linie. Das ist auch allgemein unbestritten. Dadurch, dass die Rom-Theorie verworfen und stattdessen eine rein griechische Linie bis in die Endzeit verfolgt wird, muss für das Tier mit den 10 Hörnern in Daniel 7 eine neue Deutung gefunden werden. Die Bedeutung der 10 Hörner wurde in der historischen Dekapolis gefunden, die in der Endzeit wieder entsteht. Dadurch, dass die Rom-Theorie verworfen wird, kann aufgrund der gleichen Namensgebung Kleines Horn in Daniel 7 und Daniel 8 unterstellt werden, dass es sich um den gleichen politischen Herrscher handelt, der beide Voraussetzungen erfüllt, nämlich einerseits mit der Dekapolis in Verbindung zu stehen, Daniel 7, und gleichzeitig aus der alexandrinisch-diadochischen Linie zu stammen, Daniel 8. Diese Eigenschaft erfüllt einzig und allein Damaskus. Denn Damaskus stammte als syrische Hauptstadt von den Seleukiden, also von den Diadochen, ab und war gleichzeitig im Bund mit der Dekapolis. Das eröffnet wiederum ungeahnte Möglichkeiten der biblischen Auslegung und Erläuterung weiterer Bibelstellen. Damaskus war nämlich sowohl im 1. Jahrhundert nach Christus mit der Dekapolis im Bund, als auch im 8. Jahrhundert vor Christus mit Gilead. Denn Pekach, der General Pekachias und spätere König Israels, stammte laut 2. Könige 15, Vers 25 aus Gilead, der Gegend, in der später die Dekapolis lag. Hier schauen wir uns mal kurz die Bibelstelle an. Das ist also der Vers, der überschrieben ist: Pekah tötet Pekachia und nimmt den Thron Israels ein. Und es machte Pekach, der Sohn Remaljas, sein Ritter, einen Bund wider ihn und schlug ihn zu Samaria im Palast des Königshauses samt Argob und Arie, und mit ihm waren 50 Mann von den Kindern Gileads, und tötete ihn und ward König an seiner Stadt. Pekach und Rezin schlossen einen Bund miteinander, nachdem Pekach seinen König Pekachia ermordet und Nordisrael usurpiert hatte. Aufgrund dieser argumentativen Kette wird nachgewiesen, dass das kleine Horn aus Daniel 7 und Daniel 8 jeweils die gleiche politische Macht ist und Damaskus meint. Jesaja 7 sagt prophetisch die Jungfrauengeburt Marias voraus. Die Prophetie in Jesaja 7 macht aber weitreichendere Aussagen, die zur Geburtszeit Jesu nicht eintrafen. Dazu gehört die Zerstörung Syriens und Ephraims kurz nach der Geburt des Emanuel, denn die Prophetie in Jesaja 7 spricht von einer Verwüstung eben dieser beiden Könige, Syrien und Ephraim. Auch hierzu die Bibelstelle nochmal. Darum, so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben: Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen Emanuel. Butter und Honig wird er essen, wann er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe lernt, Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen dir graut. Eine Verwüstung Syriens und Ephraims geschah aber weder zur Zeit des Ahas im Jahr 733 vor Christus noch zur Geburtszeit Jesu. Der einzige Zeitpunkt, in dem die Prophetie aus Jesaja 7 in Gänze erfüllt werden kann, ist die Zukunft, die Endzeit. Denn erst für die Endzeit ist die Wiedergeburt Jerusalems vorhergesagt. Wenn aber die Prophetie Jesajas erst in der Endzeit erfüllt wird, ist klar, dass dazu auch die Verheißung der Verwüstung Syriens und Ephraims gehört. Daraus wiederum ist abzuleiten, dass in Israel in der Endzeit die gleiche politische Situation herrschen wird wie 733 vor Christus. Das bestätigt aber die oben geführte Argumentation zur Rolle von Damaskus in der Endzeit. Wenn in der Endzeit die gleiche politische Situation herrscht wie im Jahr 733 vor Christus, dann müssen Juda und Jerusalem auch vom Nordreich Israel getrennt sein. Das wiederum lässt den Schluss zu, dass Israel in der letzten Zeit auseinanderbricht.
Israel wird sich also noch vor der Entrückung und damit noch vor der 70. Jahrwoche in zwei Teile aufteilen. Und zwar in einen südlichen Teil mit Juda und Jerusalem und in einen nördlichen Teil. Genauso wie es zur Zeit der Könige Judas und Israels im Alten Testament war. Das klingt zunächst unwahrscheinlich und geradezu abwegig. Wenn man auf den zweiten Blick die Konsequenzen hieraus für den modernen Staat Israel durchdenkt, klingt es geradezu erschreckend. Aber auf den dritten Blick und bei näherer Betrachtung der einschlägigen Bibeltexte ist die zu erwartende Teilung Israels vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, wie zunächst angenommen. Die These eines Auseinanderbrechens des Staates Israel in der Endzeit ist ungewöhnlich und meines Wissens bisher unbekannt. Deshalb muss sie sauber an der Bibel nachvollzogen und argumentiert werden. Erklärung und Nachweis füllen die kommenden Kapitel und führen zu weiteren unerwarteten Ergebnissen.